Welcome to Never Be Good At. Please push start to begin. Let's go! Choose a game! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Never Be Good At. Dieses Mal spielen wir weiter Super Mario Advance. Für den Game Boy Advance allerdings spielen wir hier auf der Wii U Virtual Konsole. Stilig mit dem Wii-Controller. So. Ich hatte ja schon... lange ist das her, dass wir das Spiel gespielt haben? Fast ein Jahr, würde ich sagen. Da hatten wir die erste Welt fertig gemacht. Und ich hatte dann mal gesagt, ich würde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen. So, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um es weiterzuspielen. Da das Spiel sehr, sehr lang ist, werden wir jetzt auch wahrscheinlich jetzt nur, wenn wir es schaffen, die zweite Welt machen. Also da werde ich auf jeden Fall bei Zeiten nochmal einen weiteren Teil machen. So, erstmal die doofe Schlange weghauen. Ah, geil. Ein Herz. Herz ist immer gut. Dann werden wir wieder groß. Super. Ja, Super Mario Advance ist ein Remake oder ein Remaster von Super Mario Bros. 2 der US-Version aus dem Jahr 1983, das 2001 für den Game Boy Advance erschien. Ja, die Münzen und Leben nehmen wir auch mit. Die Münzen sind wichtig, habe ich festgestellt. Wo ich das Spiel damals gespielt habe, ich habe, glaube ich, einfach nur durchgespielt. Ich habe die versteckten Münzen nicht großartig gesucht. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe das jetzt zwischendurch eben mal nachgeholt. Und deswegen spielen wir jetzt hier weiter. Ihr habt das am Anfang gesehen. Ich habe auf jeden Fall für die anderen geschafften Level schon die Münzen alle gefunden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir jetzt hier in Welt 2.2 weiterspielen, ist ganz einfach. Ich habe vergessen, wenn ich ehrlich bin, wo ich die Welt 2.1 gespielt habe, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Deswegen hatte ich den Level jetzt schon fertig und ich fand es jetzt ein bisschen doof, den Level nochmal zu spielen, obwohl ich alles gefunden habe. Deswegen spielen wir jetzt hier direkt weiter. So. Es ist auf jeden Fall ewig her, dass ich es gespielt habe. Also das Original Super Mario Bros. Was ist das? Okay. Und... okay. Ach, hätte ich... in die andere Richtung werfen müssen. Ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Nee. Hätte ich wahrscheinlich ein Leben gekriegt. Und die Game Boy Advance Version habe ich bislang gar nicht gespielt. Also jetzt abgesehen von den ersten Teil, aber... ich wollte das Spiel auf jeden Fall immer mal gerne durchspielen. Und ich dachte mir, jetzt weil ich da jetzt richtig Bock drauf hatte, mal wieder Super Mario zu spielen, spielen wir jetzt hier weiter. Weil Super Mario Bros. 2 gehört... für mich persönlich zu meinen Lieblings-Mario-Titeln mit Super Mario World, würde ich sagen. Und danach kommt wahrscheinlich Super Mario 64. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier in der zweiten Welt. Und hier, ich habe das schon im ersten Level festgestellt. Der Schwierigkeitsgrad. Also, ich weiß nicht, ob das an meinen eigenen Skills liegt, aber der Schwierigkeitsgrad, der ist hier auf jeden Fall schon... ein bisschen, hat auf jeden Fall ein bisschen angezogen im Gegensatz zur ersten Welt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja jetzt auch nicht darum, hier großartig in einen Run durch die Level zu laufen, sondern wir spielen jetzt einfach drauf los. Der Vorteil war, dadurch, dass ich die ganzen versteckten Münzen geholt habe, die übrigens ein neues Feature sind, was es im Original nicht gab. Was ist das? Dadurch konnte ich, auf jeden Fall konnte ich dadurch sehr viele Leben sammeln, wie man das hier sieht. Okay, eine Bombe. Ach, verdammt. Hätte ich wahrscheinlich da oben hochschmeißen müssen. Komm. Oh. Okay. Bombe ist nochmal. 1, 2, 3. Bombe. Das müsste eigentlich jetzt schon reichen. Was sind hier? Wir sind wahrscheinlich nur noch restliche Bomben, aber die brauchen wir jetzt nicht. Ah, wieder nur ein Herz, ey. Mann. Oh, ganz viele Scheigeis. Ja, wie das auf jeden Fall schon im Original Super Mario Bros. 2 war, Peach ist hier auf jeden Fall der beste Charakter im Spiel, weil sie halt fliegen kann. Ach,
Ja. Aber wenigstens noch ein Leben gekriegt. Weil hätte man noch sehr viele Münzen sammeln können. Die Münzen braucht man übrigens, wenn man die Level geschafft hat, dann spielt man so einen kleinen, so eine Slotmaschine, wo man nochmal sehr viele Leben nochmal bekommen kann. Wir gucken trotzdem hier nochmal rein. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, wo ich das Spiel jetzt auf der Wii U, sage ich jetzt auf den Game Boy Advance? Was ist hier eigentlich auf der Virtual Konsole? Also ist es eigentlich Wii U. Was auf jeden Fall cool ist, dadurch, dass man es auf der Wii U spielen kann, man kann es wirklich mit unglaublich vielen Controller-Accessoires spielen, weil beispielsweise mit den Classic-Controller kann man spielen, man kann es sogar mit Nunchuck spielen und Fernbedienung, man kann es mit den Pro-Controller für die Wii U spielen, man kann es mit den normalen Wii U-Pad spielen, also dieses große, bulkige Ding mit dem Bildschirm. Ist nicht mein Favorite, aber es funktioniert auch. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, und zum Thema Virtual-Konsole, da eben ganz kurz was zu sagen. Und zwar gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die sich ja absolut beschwert haben, dass die Virtual-Konsole für die Nintendo Switch nicht mehr fortgesetzt worden ist und dass Nintendo es irgendwie auch nicht geschafft hat, die Titel der Virtual-Konsole von der Wii und der Wii U für die Nintendo Switch kompatibel zu machen. So quasi, dass man, wie das Microsoft gemacht hat mit Xbox Live, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, Titel, die damals auch schon für die Xbox 360 erschienen sind, auch für die ganz neue Xbox X Series zu spielen. Das ist halt sehr, sehr schade. Man muss aber Nintendo dafür dann wieder... ja, es ist halt Nintendo. Nintendo möchte ihre alten Spiele immer wieder neu verkaufen. Und das machen sie jetzt in dem Sinne quasi nicht, aber man muss, um die alten Spiele zu spielen, muss man auch quasi die Online-Mitgliedschaft haben. Und ich glaube, das ist von Nintendo finanziell eigentlich ein sehr, sehr guter... was heißt sehr, sehr gut? Ich will es jetzt nicht Abzocke nennen, aber das Modell ist halt... So verkauft Nintendo quasi jedes Jahr ihre Titel, weil ihr jedes Jahr die Online-Mitgliedschaft wieder erneuern müsst. Das heißt, ihr zahlt im Grunde für die Spiele dann doppelt, wenn es sein wird, ihr wollt sie nicht spielen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Da hätte Nintendo auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Fanservice machen können. Aber wie gesagt, es ist halt Nintendo. Deswegen ist es am besten, oder es war am besten, wie ich das damals gemacht habe, wo die Wii rauskam, beispielsweise die Wii U. Ich habe mir sämtliche Spiele, die ich damals spielen wollte, für die Virtual Konsole gekauft. Und das sind auch überwiegend Titel, die wir auch hier für den Kanal spielen. Weil die Originalmodule habe ich beispielsweise nicht. Jetzt beispielsweise ein anderes Spiel, das in Planung ist, das ist X-Lay für Super Nintendo. Das ist ein Titel, wo ich mir das Modul nicht zur Verfügung stellt. Selbst der Michael hat das nicht. Und die einzige Möglichkeit für mich, das Spiel zu spielen, war oder ist auf der Wii Virtual Konsole, weil ich es mir damals runtergeladen habe. Und es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele coole Titel für die Virtual Konsole. Also alleine für die TurboGrafx-16 Titel lohnt sich das oder hat sich das ungemein gelohnt. Weil den Wii Shop gibt es ja leider nicht mehr und für die Wii U sind ja auch nicht alle Titel verfügbar. Hier ist nichts. Also brachte das gar nichts. Jetzt müssen wir wieder hoch, wa? Eins, zwei. So, dann jetzt eben ganz schnell hier rüber. Vielleicht noch ein paar Kirschen sammeln, dass wir einen Stern kriegen. Kommen wir da unten besser durch. Ja, ein Nachteil von Prinzessin Peach hier in dieser Welt ist, sie ist sehr, sehr langsam mit dem Buddeln. Also hier wäre es auf jeden Fall besser, auf einen anderen Charakter zu wechseln. Ich glaube, Toad. Toad ist am... Shit. Toad ist aber sehr gut, weil er sehr schnell buddeln kann, aber dafür kann Toad ansonsten gar nichts. So, jetzt sind wir schon beim... Oh, das gibt's auch gar nicht. Oh, ein neuer Baidoh. Ein roter. Okay. Wie treffe ich den denn? Muss ich mit... Muss ich mir da eine Brücke hochbauen? Wahrscheinlich.
Und dann irgendwie... Oh, die doofen Eier treffen mich. Egal. Hä? Komm, kann ich dann... Kann ich da nicht durchspringen? Soll ich denn da hochkommen? Hm. Man geht einfach weiter. Okay, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer als die letzten Baldos. Eins, wunderbar. Ja, ich wünschte, ich hätte mehr Leben. Oder mehr Energie in dem Sinn. Leben haben wir ja genug. Komm, wir haben ihn gleich. Nur noch ein Treffer. Ich habe, wie ich es gerade gesagt habe, Peachy ist verdammt langsam mit den Aufheben. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal Toad. Also, schon mal gut. Den hauen wir weg. Ah, wenigstens können wir unsere Lebensenergie nochmal nachfüllen. So, und die nehmen wir am besten direkt mit, würde ich sagen. Dann können wir ihn gleich schon gegen ihn schmeißen. Clevere Idee. Ja, habe ich schon erwähnt, dass Toad nicht besonders hoch springt? Nehmen wir Mario, der springt höher. Und ich glaube, der kann auch noch ziemlich schnell aufheben. So. Oh. Jetzt habe ich das eine Herz vergessen. Nein, das ist weg. Verdammt. Hm. Ich glaube, den... I will finish you off. Machen wir das mit Mario. So, einen nehmen wir schon mal mit. So, ein Treffer haben wir. Wunderbar. Nein! 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 Ja! Das gibt's doch gar nicht. Doofe Eib, das von der Wand abprallt. Ich kriege eine Krise. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich damals auch so viele Probleme mit dem Kerl hatte. So, ein Herz. Kriegen wir jetzt noch ein Herz, wenn wir ihn platt machen? Oh. So, das nehmen wir mit. Ich habe auf jeden Fall herausgefunden, wenn man Sachen werfen will und man hält nicht in die Richtung, in die man werfen will, dann legt man das Item im Grunde vor sich auf den Boden ab. Das gibt's doch gar nicht. Komm bitte. Ja. Das gibt. Komm, wir haben ihn gleich. Stirb. So, schnell raus. Okay, das war nicht besonders stylisch. Aber ist egal. Wir haben es geschafft. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein paar Münzen noch. Ich bin kein... Hat sich mir nie erschlossen, wie das funktioniert. Der Michael, der hat das total drauf. Der schafft das immer, drei Symbole zu ergattern. Wie, weiß ich auch nicht. Das ist ein Skill. Den hat man einfach. Mhm. Wieder Peachy. So, Welt 2-3. So, schauen wir mal. Ah, sind wir wieder oben. Cool. Hm? Was ist denn da oben? Warte mal, machen wir eben den Shy Guy hier weg. Das gibt's doch gar nicht. Kommen wir da hoch? Ist da das Versteck? Hä? Ein. Ach. Es ist verdammt schwierig, genau zu wissen, wann man diesen Supersprung machen kann. Weil wenn man springt, darf man nicht zur Seite drücken. Das gibt's doch. Das ist wirklich so, man darf nicht zur Seite drücken. Man darf erst zur Seite drücken, wenn man in der Luft ist. So. Okay. Ich höre sie springen. Aber da oben ist nichts. Toll. Komplette Zeitverschwendung. Haha, ausgewichen. Ja,
da können wir sicher noch... Nein! Ach komm, bitte. Ich stand direkt davor. Und dann nur so kurz vor der Kirsche. Nein! Ich schwöre, ich wollte mich umdrehen. Probieren wir das nochmal. Bleibt nichts anderes übrig. So, sind wir auf jeden Fall schon mal groß. Oben brauchen wir nicht mehr weitergehen. Jetzt holen wir uns hier die Münzen. So, jetzt holen wir uns direkt die Kirsche. Haha. Ah, da ist eine Münze. Wunderbar. Cool. Was auf jeden Fall cool ist, die, wenn man die Münzen einsammelt, dann sieht man genau, welche Münze man in den Level gefunden hat. Wir haben jetzt die erste Münze gefunden. Und wenn man später die Münzen vergisst, dann weiß man ungefähr eventuell, wann die anderen Münzen kommen. Komme ich denn jetzt da oben hoch? Am besten hier drauf. Hä? Also, ich kann nicht auf die Typen draufspringen und dann chargen. Ich fall runter. Ich hab eine Idee. So, warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Ich will nur diesen Shy Guy haben. So, wir nehmen uns den Shy Guy jetzt einfach mit. Muss man nur durchkommen, ohne getroffen zu werden. Ach, der läuft natürlich in die falsche Richtung. So, hopp, hopp. So, jetzt können wir auf den Shy Guy drauf. Und... Ha! Okay. Oh. Hallo? Ich kann den Bildschirm nicht scrollen. Also das Scrolling ist ganz komisch. Man muss wirklich in der Mitte vom Bildschirm sein, dass der Bildschirm dann nach ein bisschen nach rechts oder nach links scrollt. Man ist allerdings nicht als Spielfigur, man bleibt nicht zentriert. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ist das im Original auch so? Auf jeden Fall hat sich ja absolut nicht gelohnt. Na doch, ein Leben. Und wieder groß, wunderbar. Aha. Oh, da ist der Stern. Oh, schnell, schnell, schnell. Wir holen uns jetzt den Stern und dann... Ah, da ist noch die... Nein! Dann dreht dieser verdammte Stern in dem letzten Moment ab. Ich krieg doch eine Krise. Aber das ist cool. Wir machen hier von der Seite auf jeden Fall weiter. Sonst müssen wir... Ah, das kriegen wir nur den Stern nicht. So. Aber wir wissen jetzt schon mal, wo die Münze war. Da hinten ist er wohl, aber die holen wir uns. Ah, ist auch die zweite. Also haben wir sie nicht verpasst. Oh, da muss man wirklich aufdrücken, wenn man in diesem Treibsand drin ist. Man, du war Kaktus. Können wir einfach rüberfahren. Dann nehmen wir mal den Kopf mit. Und tschüss. Ah, das gibt's doch gar nicht. Hot. Oh, ey. Rein in die Tür, komm. So. Sind wir wieder im Tempel. Okay. Ach. Wofür brauche ich diesen Powerblock? Gibt's auch gar nicht. Oh, heute ist ehrlich nicht mein Tag. So. Aber diesmal sind wir cleverer. Wir nehmen den Powerblock jetzt einfach mit, würde ich sagen. So, wo lang? Da oder da? Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Kirsche.
Nein, nein! Oh, auf der anderen Seite ist die Münze. Verdammt. Ah! Okay, dafür brauchen wir den Powerblock, was wir hier in Leben kriegen. Ah, das Doofe ist, wir kriegen die Münze jetzt nicht mehr. Hm. Schade. Ja gut, holen wir uns die Münze, wenn wir nochmal drauf gehen sollten oder so. Das ist ja scheigeil. Geil. Kommt auf der anderen Seite wieder. Ah, das ist schon mal gut. Da haben wir schon 3 Herzen. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Der ist sicher irgendwo hier unten. So, jetzt müssen wir den Weg hier runterbuddeln. Hätten wir mal lieber tot genommen. Oh, shit, 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 shit. Komm, schnell. Schnell, schnell. Nein. Shit. Warten wir am besten. Ah, das Gute ist, hier gibt es genug von den Kirschen. Dürfen wir gleich irgendwann einen Stern kriegen. Ah, Lebensenergie, das ist super. Oh, da fällt der Typ von oben runter. Und dann ist... Da ist der Stern, da ist der Stern. Ich komm. Wunderbar. So, und jetzt einfach durch. Ah, und da ist auch noch eine Münze. Ja, genau. Ja, die eine fehlt uns ja jetzt noch. Die holen wir uns dann später nochmal. Das ist das Coole, man kann die Level danach immer wieder neu besuchen, um eventuell die fehlenden Münzen nachzuholen. Und was cool ist, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann kann man das Spiel nochmal durchspielen und dann gibt es in jedem Level 2 versteckte Yoshi-Eier, die man suchen kann. Also das Spiel ist auf jeden Fall nach einem Durchlauf auf jeden Fall nicht beendet. Es gibt dann auf jeden Fall noch ein bisschen Wiederspielwerte, was ich sehr, sehr cool finde. Auch wenn es die gleichen Level sind, aber egal. So, aber jetzt haben wir schon mal den Schlüssel. Oh, komm. So, dann sind wir jetzt beim Endgegner. Ah, das sind Sterne, die nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, welcher Endgegner in der zweiten Welt kam. In der ersten war, glaube ich, Mauser, oder? Die Maus. Man müsste jetzt, glaube ich, Twi-Clyde kommen. Das ist, glaube ich, diese dreiköpfige Schlange. Es ist eigentlich schade, dass die Charaktere aus Super Mario Bros. 2 nicht mal in anderen Nintendo-Titeln, beispielsweise in Mario Kart, mal aufgetaucht sind. Jetzt, na gut, Birdo und der Shy Guy, aber die Endgegner halt nicht. Wäre ganz cool gewesen, mal als Twi-Clyde über die Pisten zu heizen oder als Mauser. Oder als Ward. Okay. Minus. Power. Block. Den nehmen wir direkt mit. So. Hallo? Hä? Ich hab das Ding gerade aufgesammelt. Ach, ich muss den nochmal aufsammeln? Was ist das für ein Scheiß? Egal. Wenn jetzt halt durch. Zack. So. Dann sind wir jetzt auf jeden Fall beim Endgegner, wie ich das sehe. Und es ist... Es ist Twi-Clyde. Und der war mies, kann ich mich dran erinnern. Wegen den ganzen doofen Feuerbällen. Ist auf jeden Fall cool, dass die Sprachausgabe haben. So. Ach. Mann, diese Scheiße. Mit der zur Seite halten. Komm, werf drauf. 1. 3-mal muss man das, glaube ich, machen. Ja, wunderbar, nur noch einmal. Ah! Shit. Jetzt haben wir nur noch ein Herz. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da durchkommen, ohne von den Feuerbällen gebraten zu werden. Ha! Ausgewichen. Und hoch. Und ich würde sagen... Adios! Ja,
sehr cool. Dann haben wir die zweite Welt jetzt auch hinter uns. Oh, 7 Münzen. Dürfte eine ganze Menge extra Leben geben. Da werden wir uns ziemlich viele verloren in der Welt. Komm bitte. Das gibt's doch gar nicht. In der ersten Welt habe ich mit jeder Münze ein extra Leben gekriegt. Komm, wenigstens ein extra Leben. Naja, immerhin haben wir eins. Ja, das war auf jeden Fall die zweite Welt von Super Mario Bros. Advance. Werdest du definitiv nochmal weiterspielen und die nächste Welt, da freue ich mich echt drauf. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.